Mein Name ist Luis Patzwald, ich bin 26 Jahre alt und bin seit knapp 6 Monaten als Ingenieur für Automatisierungstechnik bei Evonik in Hanau. Ich bin frisch von der Uni dazugekommen. Ich habe vorher an der RWTH Aachen Maschinenbau im Bachelor und Automatisierungstechnik im Master studiert. Mir persönlich waren 2 Dinge besonders wichtig. Einerseits die Abwechslung innerhalb meiner Tätigkeit und andererseits die Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Unternehmen. Das ist auch genau das, was mir in meiner Arbeit besonders gefällt, nämlich dass sie keine reine Bürotätigkeit ist, sondern dass man häufiger auch mal den Helm auf hat und durch die Anlage läuft. Dann ist es ja so, dass Evonik nicht nur in Deutschland Chemieanlagen betreibt, sondern weltweit. Und dadurch hat man entsprechend die Möglichkeit, auch mal für einen längeren Zeitraum im Ausland zu arbeiten. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit der Entwicklung der Prozessleitsysteme. Ziel des Ganzen ist es, den Prozess von einem zentralen Raum aus überwachen und steuern zu können. Das Ganze möglichst automatisiert. Dafür verbauen wir einerseits entsprechende Sensorik, wie zum Beispiel Füllstandssensoren, Temperatursensoren oder Durchflusssensoren und andererseits entsprechende Aktorik, wie zum Beispiel Ventile, Pumpen oder Heizungen. Kurz gesagt, wir beschäftigen uns mit dem Zusammenspiel von Sensorik und Aktorik. Besonders als Berufseinsteiger, der gerade erst sein Studium beendet hat, muss man sich keine Sorgen machen, dass man komplett ins kalte Wasser geschmissen wird. In meinem Fall war die Einarbeitung so, dass ich einen erfahrenen Mentor bekommen habe, der mich nach und nach in seine Projekte einarbeitet, mich auf Dienstreisen mitnimmt und mir zunehmend Verantwortung überträgt. Dann ist es aber auch häufiger schon vorgekommen, dass ich mich einfach mal in die Büros meiner Kollegen gesetzt habe und gefragt habe, was machst du denn gerade? Und da wir eine sehr offene und internationale Abteilung sind, gewinnt man dadurch schnell viele Eindrücke, was einem das Onboarding sehr erleichtert. An alle zukünftigen Bewerberinnen und Bewerber, insbesondere aus dem Ingenieursbereich, nochmal der Hinweis: Man muss nicht Chemie oder Verfahrenstechnik studiert haben, um in der Chemiebranche zu arbeiten. Ich persönlich habe das in meinen ersten Semestern nämlich noch angenommen. Evonik, leading beyond chemistry.